Edles Porzellan, außergewöhnliche Architektur, alte Schätze, innovative Ideen und jede Menge Kultur. Das alles ist höchst selbstbewusst. Der Höchste ist vor allem Höchster und an zweiter Stelle Frankfurter. Und wenn er zum Beispiel auf die Zeil fährt, dann sagt er, ich fahre nach Frankfurt. Und wenn er sagt, ich gehe in die Stadt, dann meint er die Fußgängerzone in Höchst. Er muss es wissen, denn Holger Vonhof ist einer von zwei Redakteuren beim Höchster Kreisblatt. Er beobachtet die Entwicklung des Stadtteils. Einem Vorurteil begegnet er dabei immer noch. Höchst ist bei vielen im Kopf noch mit Industrie verbunden, dass man hier Atemnot bekommt, wenn man auf der Straße rumläuft. Das ist tatsächlich nicht so und vor allem ist feststellbar, wenn die Leute dann zum ersten Mal herkommen, sei es fürs Schlossfest oder für Barock am Main oder wenn sie einfach nur mal eine Radtour an der Nidder entlang machen, dass sie auf den Schlossplatz treten und sagen, boah, so schön ist es hier. Geboren in Höchst, 25 Jahre als Reporter unterwegs. Da kommt so einiges zusammen und das hat Holger in einem Buch gesammelt. Jetzt aber genug geblättert, ab zum ersten Termin in den Bolognaro-Palast. Der barocke Prachtbau wurde 1774 von einer italienischen Kaufmannsfamilie gebaut. Heute hat hier der Oberbürgermeister sein zweites Dienstzimmer. Und in das lädt er zweimal im Jahr zur Bürgersprechstunde. Denn als Dezernent für die westlichen Stadtteile fühlt er sich höchst verbunden. Ich bin in Höchst begeistert von der Schönheit der Altstadt, von dem Bolognaro-Palast, von der Mainpromenade. Und ich glaube, dass es wirklich ein Juwel ist auch, weshalb Höchst und vor allem die Altstadt jetzt auch in die Fachwerkstraße in Deutschland aufgenommen wurde, zu Recht aus meiner Sicht. Alles denkmalgeschützt und immer einen Spaziergang wert. Auch wenn es hier und da noch etwas zu tun gibt. Weiter geht's für Holger an den Fluss. In Höchst hat er zwei zur Auswahl, denn hier trifft die Nidda auf den Main. Von der Fähre der schönste Blick auf die Höchster Kulisse. Das älteste Gebäude Frankfurts, die Justinuskirche. In direkter Nachbarschaft das alte Schloss, früher mal eine Zollburg. Nicht ganz so alt, aber nicht minder traditionell. Abels kleines Messerlädchen in der Altstadt. Dann machen wir gleich weiter, ich auch. Du auch, okay. Mach's gut, ciao. Ja, Fachgeschäfte wie dieses, wo man sich auch mal ein Messer schleifen lassen kann, hatten wir früher viele in Höchst, sind weniger geworden, aber es gibt sie noch. Höchst seit 1928 ein Teil von Frankfurt. Rund 14.000 Menschen unterschiedlicher Kulturen leben hier. Das ist nicht immer einfach. Aber man kommt zusammen wie hier auf dem Schlossplatz. Pause für Holger, Zeit für ein kleines Schwätzchen. Vom gelben Gold zum weißen. Porzellan, genauer Höchster Porzellan. Hier ist nach Meißen die zweitälteste Manufaktur in Deutschland. Nicht nur Serien, auch Aufträge von Privatkunden gehören mittlerweile zum Geschäft. Unter den Augen von Produktdesigner Mario Effenberger entstehen ausgefallene Kombinationen. Die Herausforderung, immer wieder für das Porzellan zu begeistern. Das kann man nicht einfach nur, indem man das Porzellan nimmt und versucht nun die Tradition ein kleines bisschen zu verbiegen und etwas in die neue Richtung zu bringen, sondern man muss wirklich Emotionen schaffen. Und das geschieht, indem man wirklich außergewöhnliche Formen bringt. Wie die Vase Fusion. Designer Veit Streitenberger hat hier die Verschmelzung von Tradition und Moderne wörtlich genommen. Höchst steckt voller Geschichten. Selbst über so einen roten Deckel kann man hier was erzählen. Die Geschichte beginnt hier, 1863. Meister Lucius und Brüning gründen die Teerfarbenfabrik. Zu den Farben kommen Arzneimittel. Der Siegeszug beginnt. Medikamente gegen Fieber und Tuberkulose machen Höchst zur Apotheke der Welt. In den 1920ern. Der Peter-Behrens-Bau entsteht. Er sieht aus wie eine gotische Kathedrale, wird zum Symbol der Höchst AG. Die gibt es heute nicht mehr. Jetzt sitzen im Industriepark 90 Unternehmen. Rund 22.000 Menschen forschen und produzieren hier wie Clariant. Wir setzen hier in Höchst die Tradition der Farben fort. Die Pigmente und Farben, die wir hier produzieren, werden wirklich in die ganze Welt exportiert. Wir beliefern Firmen in Asien, Afrika, Amerika. Und Italien, denn der berühmte Sportwagen bekommt von hier seine Farbe. Und damit ist auch das Geheimnis des roten Deckels gelüftet. Weiter geht's für Holger, denn es gibt noch einiges zu entdecken. Wie wird Schorsch,
Hunderte von Menschen führen er und Schlossgeist Gundula im Sommer durch die Stadt. Überhaupt ist Höchst mehr als Industrie und Handwerk. Generalprobe für Barock am Main. Holgers letzter Termin heute. In der Hauptrolle Michael Quast. Stücke von Molière gibt's hier auf Hessisch, in einer höchst eigenen Art. Naja, der Höchste ist also mal ein bisschen grob, aber er meint's auch so. Aber man kann sagen, das sind schon Leute, auf die man bauen kann. Das alles ist Höchst, ein Stadtteil voller Geschichte und Geschichten.